Ja, hallo zusammen zur nächsten Folge Grim Dawn, immer noch in derselben Aufnahmesession. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann danach noch eine machen, zeitlich. Aha. Naja, gut, wir werden sehen. Ich werde jetzt nicht hier wieder rausrennen. Das ist Levelgebiet. Level 22. Autsch. Wir sind 17. Ach, wir haben ja noch einen übrig gebliebenen Punkt, den wir gleich mal in die Konstitution packen. Ich weiß noch nicht, ob wir das tun sollten. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Weil 22 ist schon hart, ne? Ich glaube, ich komme hier später nochmal her. Weil 22, ich glaube, das überlebe ich nicht allzu lange. Ich muss mir nur merken. Ach Scheiße, die werden mir gar nicht angezeigt. Dann machen wir mal Folgendes. Wir werden sehen, wie gut wir damit klarkommen. Drauf geschissen. Versuch macht klug. Mehr als Prügel beziehen ist nicht. Hallo, Dickerchen. Aua, lass das doch mal. Das ist doch nicht nett. Ja, ich weiß. Ach, ich bin aufgeschieden. Verdammte Scheiße. Warum habe ich das jetzt erst gesehen? Ist doch blöde. Jetzt bin ich gestunt. Leck mich am Arsch, Arschloch. Könntest das mal lassen? Dann renne ich jetzt mal hier rum, weil ich es kann. Ja, du hast mich gestunt. Ist schon klar. Das macht dir Spaß, ne? Hau ab. Und ran. Lass das. Hat er mich wieder gestunt, der Penner. Hallo, greifst du mal an? Ah, komm, stirb. Ich weiß, wir können dich schlagen. Ich muss mal eben weg. Sonst geht das hier ins Auge. Lass das doch mal. So. Penner. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Aber wir haben es geschafft. Ist doch schon ganz gut, würde ich sagen. Der war ja wirklich schon ein bisschen über uns. Der Drop ist jetzt aber nicht so toll. Da habe ich mir jetzt ein bisschen besser vorgestellt. Aber man kann bekanntlich nicht alles haben. Wir haben ihn geschlagen. Das ist das, was zählt. So, dann mal eben hier gucken. 6 Punkte. Nice. So, jetzt. Wir sind jetzt auf 18, ne? Na gut, dann packe ich jetzt mal hier drei rein. Was haben wir denn jetzt Schönes? Da möchte ich, glaube ich, wartet mal, la la la, Aufladezeit der Fähigkeiten 4,5. 80% Haupthandschaden. Ja, machen wir einfach mal, weil ich es kann. Was nehmen wir denn mal hier noch? Ich habe gerade keine Ahnung.
Stahlring, okay. Klingenbarriere, vielleicht. Ich weiß es gerade nicht. Klingenfalle. Okay, muss ich jetzt... Okay, dann möchte ich, glaube ich, den hier haben. Ja, wir wollen ja Frost raus. Okay. Hier kann ich aber noch kein... Warte mal. Da, ach scheiße. Können wir das mal eben rückgängig machen irgendwie? Punkte wieder rufen, so. So. Wo war denn das, was ich jetzt machen wollte? Stahlring nehme ich. Durchschlagschaden wird erhöht. Hauptschaden. Ja, genau. Das, und wir leben das Ziel. Da möchte ich einen rein haben. Und da nehmen wir einen rein. So, das wäre das. Dann haben wir jetzt die neu. Das hier ist ja einfach nur so. Schattenschlag. Genau, das ist ja der hier. Ja, okay, dann haben wir den hier neu. Das wird dann die 3. Stahlring. Was ist hier denn passiert? Völliger Schwachsinn. Stahlring. Okay. Nice. Okay, schauen wir mal. Wir haben ihn auf jeden Fall gut geschlagen. Ich bin ein Stück weit stolz auf uns. Der war 5 Level über uns. Wir haben kein sonderlich gutes Loot bis dato gefunden. Ich bin zufrieden. Kann man nicht anders sagen. So, dann hätten wir das nämlich hinter uns gebracht. Und testen gleich mal den neuen Skill. Ich höre es doch schon wieder hier, wie hier aufs Fressbrett gibt. Ah, da geht's runter. Dann gehen wir doch mal runter. Was denn? Viel zu Stress? Offensichtlich. Sehr nice. Passt. Tschüss. So, jetzt können wir hier mal runtergehen. Hallöchen. So. Ich dachte, da oben wäre Bewegung gewesen, war aber nicht. Keine Gegner hier, ist ja komisch. Da sind Gegner. Hi Freunde, kommt ihr alle mal her? Nice. That skill's not ready. So, dann haben wir die hier alle weggemacht. Gucken wir mal auf die Map. Da oben ist zu. Obwohl da Gegner hinter sind, hier ist irgendwie Loot. So, wir gehen jetzt erstmal hier unten lang. Wir hätten jetzt auch da unten lang. Ach komm. Kein Stress, keine Hektik.
war jetzt gerade eben noch mal draußen mit dem Hund und habe Zigaretten geholt und stelle fest, dieses Wetter, also für Ende Mai, echt eine Frechheit. Ich habe kein gutes Gefühl bezüglich Sommer. So, Freunde. Aua, da habe ich Aua gekriegt. Warum eigentlich? Kann ich nicht gutheißen. So, dann haben wir das durchgeguckt. Genau, jetzt müssen wir da lang. Hi, Freunde. So. Da oben kommen wir ja nicht weiter. Das ist ja... Was ist denn da? Das sieht so aus, als wenn da noch was wäre. Ich guck noch mal eben. Kann mich da auch getäuscht haben. Aber irgendwie sieht das so aus, als wenn sich dahinter noch was verbirgt. Oder halt auch nicht. Weil irgendwie sah das ja auf der... Da könnte... Ich hätte jetzt fast getippt, dass da irgendwas ist. Aber hier ist auch kein Durchkommen. Na gut, dann nicht. Der Stein macht alles zu. Da kommt man nicht dran vorbei. Keine Chance. Hier... Obwohl da Gegner sind ohne Ende. Konnte man ja eben sehr deutlich sehen. Vorhatte. Beziehungsweise was mir wichtig war. Hä? Ach, Schwachsinn. Schwachsinn, Schwachsinn. So. Lalala. Ich wollte jetzt auf jeden Fall Shadow Strike haben. Wo ist der denn? Mal gucken. Nee, das ist der nicht. Ja, genau. Schadenschlag. Okay, dann. So. Das war das. Und da möchte ich jetzt einen in Raffinesse setzen. Weil das halt unsere Angriffsbemühungen deutlich verbessert, was ja wichtig ist. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir wirklich eine Chance haben. Könnte ich hier mal eben, genau, Schattenschlag. Oh, nice. Ich habe trotzdem noch ein bisschen Angst, sage ich euch ganz ehrlich. Ich weiß nämlich immer noch nicht so richtig, wer da auf uns... Ich bin der Meinung... Naja, nee, das ist blöd irgendwie, was ich da treibe. Da möchte ich mal wieder ganz normal auf G zu. Und ich glaube, ich werde den Schattenschlag hierhin und auf die 2 Amastras Klingenexplosion. Weil wenn er die ganze Zeit sich da hin und her portet, ist auch kacke. Ist das nicht so wirklich vernünftig zu kontrollieren. Ach so, habe ich ihn auf nur bewegen gestellt. Sekunde mal eben, gehe zu. Mach einfach Waffenangriff. Das kann helfen. Hallo Freunde. So. Ja. That skill's not right. So. Ja, Schattenschlag, nur zur Information. Habt ihr gesehen, portet mich dahin. Genau. Macht 115% von meinem Haupthandschaden, macht Durchschlagschaden, Kälteschaden und lähmt das Ziel. Und 500% Laufgeschwindigkeit, was natürlich nice ist. Aber ist ja nur sehr kurz. Yeah.
So. Ich sehe allerdings, wir sind schon bei 17 Minuten. Ich werde jetzt noch diese Kisten hier öffnen. Was war das jetzt? Großball macht aber deutlich weniger Schaden, allerdings Giftschaden. Finde ich eigentlich nice. Ich glaube, das sollten wir auch tun. Weil wir machen zwar, der sagt hier zwar minus 117 Schaden, aber ich kann das nicht so richtig glauben. Lege ich die hier erstmal beiseite. Weil ich ja auch auf Giftschaden hinauslaufen werde. Gift- und Kälteschaden. Ja. Ihr mich auch. Hey, hör schon mal auf. Ja, ich habe zu aufgedrückt, ist mir klar. Ich weiß halt nicht, was ich mir nochmal angucken müsste, wäre, wenn ich hier raufgehe und da sehe ich ja Schattenklinge, Waffenangriff macht 37 bis 312. Und wenn ich den jetzt wechsle, macht er zwar mehr, okay, aber wie sieht denn das hier aus mit Giftschaden? Alle Fertigkeiten, körperlich, lalala, physischer Blutungswundschaden, magisch. Wo war denn der scheiß Giftschaden hier? Gesundheitsschaden, Zaubergeschwindigkeit, Lebenskraftschaden, Säureschaden. Machen wir 31 bis 121. Das, ja, da haben wir den nämlich schon mal deutlich weniger. Giftschaden müsste doch auch irgend... Da, Giftschaden machen wir 20 und wir haben den Modifikator. Und wenn ich den jetzt reinpacke... Ja, wir sollten das so lassen. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. So. Okay, ihr Lieben, jetzt sind wir schon bei knapp 20 Minuten. Ich beende jetzt diese Folge und bedanke mich für euer Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.